Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich mich Ihnen heute hier vorstellen darf. Mein Name ist Anne König, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei gemeinsame Kinder und wohnen in Borken. Die Kinder sind 3 und 5 Jahre alt, gehen noch zum Kindergarten. Ja, und sind ganz rege kleine Jungs, sag ich mal so. Und vom Beruf bin ich didaktische Leiterin der Julia-Koppers-Gesamtschule. In den Gesamtschulen, für alle, die Begrifflichkeit nicht unbedingt kennen, es gibt halt einen Schulleiter, eine Stellvertreterin und die didaktische Leitung. Und die didaktische Leitung ist in erster Linie für Schulqualität, Lehrerfortbildung, aber auch den Prozess der Digitalisierung zuständig. In der CDU bin ich seit 20 Jahren nun Mitglied und natürlich ist die CDU auch meiner Meinung nach die Europapartei. Deshalb haben Sie hier auch schon eine brennende Verfechterin für Europa vor sich stehen. Ich denke, wir sind definitiv eine demokratische Partei. Insofern ist die erste Frage, glaube ich, beantwortet, dass wir uns auch für die Demokratie, auch europaweit und für das Bündnis aller Demokraten gerne einsetzen wollen. Da bin ich gerne dabei. Und seit 13 Jahren bin ich auch im Kreistag Mitglied und seit 6 Jahren dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Mein Vater war 16 Jahre lang Partnerschaftsvereinsvorsitzender der Stadt Borken und da gab es ja auch die unterschiedlichen Partnerschaften mit europäischen Ländern und ich selbst war zum Austausch in Frankreich. Und all diese Dinge, also wenn ich an die Europäische Union denke, dann denke ich an ganz viele Dinge wie eine einheitliche Währungsunion, freie Grenzen, alles das, was wir, ich bin Jahrgang 84, alles, was wir so kennen und erlebt haben, auch, sage ich mal, nach mit Beginn auch der deutschen Einheit und dieses Zusammenwachsen Europas. Helmut Kohl war für mich einer der Gründe auch mit, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist der richtige Ansatz. Und ich meine auch mit Blick auf die Zukunft, Europa hat viele Herausforderungen vor sich und die kann man nur gemeinsam wirksam angehen. Und der Herr Bürgermeister hatte hier das Thema Umweltschutz auch genannt und klar ist für mich auch Klimaschutz, dass in Deutschland schaffen wir das nicht alleine. Wir retten nicht die Welt, indem wir nur vorrennen, sondern es müssen alle mitmachen. Und ich denke gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, warum soll es in Zukunft nicht, jetzt mal etwas plakativ gesagt, die Kooperation mit Italien in Sachen Photovoltaikstrom sein, anstelle des Atomstroms aus Frankreich. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen auch überlegen, in welche Richtung möchten wir gehen, wo möchten wir Anreize bieten. Und da bin ich gerne dabei, auch einen europäischen Ansatz, dass man sich da auch verstärkt drauf beruft, mit anzugehen. Natürlich braucht es da immer Personen, die auch für die Sache brennen. Der Europaausschuss im Bundestag ist ja auch anwählbar. Deshalb, da sitzen ja auch dann viele von unseren, oder hoffentlich, zur letzten Periode war das natürlich so, waren auch viele Vertreter der CDU ja dabei. Deshalb ist das mit Sicherheit auch ein interessantes Feld. Jetzt muss ich mal überlegen, Flüchtlingspolitik war ja auch noch ein Thema und das ist natürlich auch für den Frieden auch in Europa, aber es ist natürlich ein schweres Feld. Angela Merkel hat mit ihrer Flüchtlingspolitik damals eigentlich erstmal genau das Richtige gemacht, Menschen in Not geholfen und dann über die weiteren Signale fühlte sich Deutschland ja auch ein Stück weit alleine gelassen, weil es an den ein oder anderen Stellen im Osten diese Wege in dem Sinne nicht mitgegangen wurden. Und ich glaube, da sind ganz viele Gespräche nötig, dass man sagt, Asyl ist keine Frage, sondern Menschen in Not hilft man. Aber da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Das ist nicht einfach von Anne König heute Abend hier in Bocholt zu lösen. Ne? Aber ich denke, der Wille ist da. Man muss da auch zu europäischen Regelungen kommen. Ja, danke schön, Frau König. Das war ja schon mal ein prima Auftakt. Vielleicht nutzen Sie die Chance, wirklich in das Zentrum der Arena hineinzugehen. Dann ist auch die Kamera mit Ihrer Scharfstellung genau auf Sie gerichtet. Prima, danke. Ich wende mich immer lieber den Menschen zu, dann ist das mit der Kamera ein bisschen schwierig. Gerne aber nein, Menschen, alles gut. Genau. Hallo. Die Europa-Union als Mitveranstalter ist Ihnen ja sicherlich auch ein Begriff. Und wir haben mit unserer Jugendorganisation, den Europäischen Föderalisten, in diesem Jahr unter dem Hashtag Europa mitgedacht. Gerade für diese Bundestagswahl in einer kleinen vorgeschalteten Klausur Fragen erarbeitet, Wahlprüfsteine erarbeitet. Und auch im Namen der jungen Europäischen Föderalisten möchte ich Sie
Sie deshalb aus diesem Katalog befragen. Eine dieser Fragen ist, könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie in den Deutschen Bundestag gewählt werden, in dem Europaausschuss tätig zu sein? Und als zweite Frage, wären Sie dann auch als Mitglied dieses Europaausschusses dafür, das Abstimmungsverhalten der deutschen Fachminister im Europäischen Rat mehr zu hinterfragen und eben halt auch für das Parlament transparenter zu gestalten? Ja, ich glaube, grundsätzlich muss ja auch so eine Entscheidung immer auch vorher mit den Ministern dann diskutiert werden. Insofern, glaube ich, muss eigentlich immer, um vor die Lage zu kommen, muss man vorher gemeinsam bestimmte Dinge ja diskutieren. Und natürlich kann ich mir vorstellen, auch im Europaausschuss Mitglied zu sein. Ich habe ehrlich gesagt, wenn es darum geht, ich werde ja öfter gefragt, was sind denn so Ihre Wünsche? Und ich habe gesagt, ich bin bei allem dabei, außer Verteidigung. Das ist jetzt vielleicht nicht so mein Ansinnen. Wir haben hier im Wahlkreis keine Kaserne oder sonst was dergleichen. Das passt einfach nicht zu mir auf dem Grund meines Lebenslaufes, sage ich jetzt auch mal, aber klar, Europa gerne. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, doch, Franz Josef. Achso. Wenn ich durch die Stadt fahre und Ihre Plakate sehe, fällt mir sofort der Slogan auf: Gemeinsam schaffen wir Neues. Erste Reaktion war, ja, Tandil kann Ähnliches aussagen. Na, wir sind für alles, für 20, 30, 40, 90 Grad. Aber was heißt das? Was heißt für Sie das Wir? Wen meinen Sie mit Wir? Meinen Sie uns Bürger? Meinen Sie nur die CDU? Wenn wir gewählt sind, dann machen wir. Mit wem wollen Sie gemeinsam entwickeln? Sind auch da wir wieder mitbeteiligt? Und was ist das Neue? Bei der CDU entdecke ich nicht viel Neues. Ja, wenn ich mir jetzt anschaue, das Expertenteam des Herrn Laschet, Experten statt Experimente, habe ich den Eindruck, dass hier ein Expertenteam antritt für das riesige Experiment des Status quo. Wo ist Ihr Neues? Ja, also gemeinsam schaffen wir Neues. Das ist ja sogar noch vor dem, also der Spruch ist entstanden noch bevor das CDU-Programm, das ja Stabilität und Erneuerung heißt. Deshalb ist das auch wirklich mein Spruch, den ich mir so überlegt habe. Und ich bin natürlich in der CDU, ja, sag ich mal, schon mal die neue Kandidatin. Ich habe dafür die Erneuerung gesorgt und die Menschen sind mit mir mitgegangen, weil es ist eine Mitgliederbasisentscheidung gewesen mit 1000 Menschen hier aus dem Wahlkreis, die mir 685 haben mir ihre Stimme gegeben. Insofern bin ich schon mal die neue Kandidatin. Das ist das erste Neue. Und ich glaube, ich stehe auch für eine neue Art der Kommunikation. Wenn man jetzt bei mir rückwirkend sich anschaut, was mache ich eigentlich? Ich mache seit Oktober letzten Jahres, also wenn die Wahl zu Ende ist, seit 11 Monaten Wahlkampf. Und ich bin bis kurz vor den Sommerferien jeden Tag 6 Stunden bei den Menschen im Münsterland in meinem Wahlkreis unterwegs gewesen und seit dem 11. August auch im Wahlvorbereitungsurlaub, also unentgeltlich freigestellt. Und ich bin jeden Tag, sage ich mal, von 8 Uhr bis abends 10 Uhr unterwegs und stelle mich allen Gruppierungen vor, versuche alle E-Mails dieser Welt zu beantworten. Natürlich schafft man auch nicht einfach alles, da braucht man auch Menschen, die einem auch helfen. Aber das ist, glaube ich, erstmal für mich als Neuling das ganz wichtige, neue Kommunikation, ganz viel Input, damit nachher nicht gesagt wird, ach, die in ihrer Berliner Blase oder so, die sind ja so weltfremd. Ne? Nein, sondern ich möchte sensibilisiert werden, auch gerne von Ihnen für verschiedene Themen. Das ist so das Zweite. Und dann glaube ich natürlich, gemeinsam schaffen wir Neues, ist natürlich auch so ein Stück, klar, nach 16 Jahren CDU-Regierung, es gibt schon ganz viel, was passiert ist. Ich sag mal, es sind viele Dinge auch gut gelaufen. Wir sind vergleichsweise gut durch die Pandemie bis jetzt gekommen. Wir haben die Arbeitslosenquote hat sich halbiert. Wir haben ein Gesundheitssystem und ein Sozialsystem, was seinesgleichen sucht, auch in Europa. Und klar sind da meiner Meinung nach viele gute Dinge gelaufen, aber trotzdem darauf aufbauend und anknüpfend muss man ja auch sagen, wir müssen ja in vielen Dingen auch noch besser werden. Ich sage mal, uns allen fallen doch hier mit Sicherheit 10 Sachen ein, wo noch Luft nach oben ist. Und insofern, da möchte ich aktiv dran mitwirken. Und das Wichtige ist aber vorher die Kommunikation, weil nur eine Anne König mit ihrem persönlichen Masterplan in Berlin bringt hier dieser Region nichts, sondern da braucht es mehrere Kräfte. Und in diesem Sinne ist das auch zu verstehen. Da gibt es auch noch einen kleinen Nachsatz, das heißt,
heißt, nicht nur gemeinsam schaffen wir Neues, sondern mit Ideen, Weitsicht und Leidenschaft. Und ich glaube, die drei Wörter machen es auch nochmal klar, ne? Also es soll nicht was Aktionistisches sein, wofür einer alleine steht, sondern wirklich auch mit Bedacht überlegt. Und ich war schon immer jemand, der gerne unter Menschen ist und wirklich Spaß an Politik hat und auch andere Meinungen, aber auch akzeptieren kann. Und das wünsche ich mir vom Gegenüber dann auch einfach. Und genau, und dann versucht man aber konstruktiv an die Sache ranzugehen. Und das ist so mein Motto. Ja. Die nächste Frage kommt aus der Videokonferenz von Sonja Masinowski. Bitte einmal Ihr Mikrofon anschalten und dann sollten wir Sie hier auch hören können. Mit dem Anschluss wieder die Hand senken. Guten Abend. Und zwar habe ich heute Abend mal eine Frage, anlehnt an Ihr Plakat mit dem Slogan Wir, was wir eben besprochen haben. Und zwar befindet sich unsere Bundesrepublik seit gut knapp, sagen wir jetzt 30 Jahren, in der schlimmsten Inflation, die wir seit 1991 verzeichnen können. Wir sind aktuell bei 4,7, glaube ich, Prozent, aber wir steigen wohl noch hoch auf 5%. Dies ist ja nicht innerhalb von 1-2 Jahren erledigt. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie sollen das Alleinerziehende oder Familien mit weniger Einkommen stemmen? Also klar, das Geld bleibt gleich, aber natürlich müssen wir mehr zahlen. Am Ende vom Lied, es bleibt für viele Familien weniger übrig. Wenn ich dann aber den Herrn Laschet in einem öffentlichen Wahlabend sehe, der dann sagt, dass eine alleinerziehende Person doch einfach mehr herausbekommen könnte in Zukunft, wenn man mehr einbezahlt und dann würde sich der Steuerfreibetrag erhöhen, stelle ich mir die Frage, eine alleinerziehende Person, die teilweise schon 46 Stunden arbeitet, Ende vom Lied nur 1.700 Euro raus hat, wo spielen denn alleinerziehende Rentner oder Leute, die krank sind, in diesem Wir, in diesem System eine Rolle? Ich vermute, dass Herr Laschet, glaube ich, diesen Freibetrag meinte von 5.000 Euro, der von 4.000 Euro auf 5.000 Euro, meine ich, angehoben werden soll. Aber natürlich sehe ich auch die Schwierigkeit für Alleinerziehende in diesem Land. Ich sage mal, das fängt mit der Betreuung der Kinder an. Ich habe dafür geworben, dass wir auch über wirksame Unterstützung für Menschen nachdenken müssen, die eben nicht nur von 8 Uhr bis 16 Uhr arbeiten, sondern dann auch, wenn der Kindergarten zum Beispiel schon geschlossen hat. Meiner Meinung nach muss da noch ein neuer Ansatz her, dass auch diese Menschen, die, sage ich mal, eine Krankenschwester, die um 19 Uhr ins Krankenhaus geht, dass sie auch eine Möglichkeit erhält, eine wirksame, und wenn es entweder eine finanzielle Unterstützung ist oder auch staatlicher Seite Tagesmütter, sowas in der Richtung, dass das ausgebaut wird. Weil ich glaube auch, dass, was wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben mit der Gießkanne, dass alle für ihr Kind zum Beispiel 300 Euro per se bekommen haben, das war, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann Fehl am Platze. Und ich glaube, eine wirksame Unterstützung für Familien, da muss auf jeden Fall noch oder auch speziell für Alleinerziehende nachjustiert werden. Okay, dann danke ich auf jeden Fall für die ehrliche Antwort, muss ich sagen. Denn in dem Konzept kommen mir diese Personengruppen oder auch andere einfach im Moment zu kurz bei der CDU. Also wenn ich mir das anhöre und ich höre mir die Wahlen an, muss ich sagen, da habt ihr eine Lücke, wo ich sagen muss, da bin ich nicht sicher, ob ihr dieses Mal für mich die richtige Wahl seid. Noch eine Frage, eine Anschlussfrage ansonsten? Ja, okay, Sie haben gerade Ihr Mikrofon wieder stumm geschaltet. Genau, vielen Dank für das Statement. Weitere Fragen gerne wieder die Hand heben. Ich habe eine Frage zum Thema europäischer grüner Deal. Das ist das Top-Thema derzeit in Europa mit Fit for 55, dem neuen Ziel der Europäischen Union, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55% zu senken. Wir haben in Deutschland das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen, was nochmal quasi Hausaufgaben aufgibt, die Klimaziele konkreter zu fassen. Was würden Sie unter anderem auch für den Kreis Borken als Ziele definieren? Wie wollen Sie in Deutschland, wenn Sie in den Bundestag gewählt würden, die Klimaziele erreichen und vor allen Dingen auch das Pariser Klimaabkommen einhalten mit dem Ziel der 1,5 Grad? Ja,
Jetzt nochmal? Ja. Ja, danke für die Frage. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt speziell, wenn wir auf den Kreis Borken gucken, schon unglaublich gut aufgestellt sind, was die erneuerbaren Energien angeht. Also 80% sind ja jetzt schon aus Biomasse, Photovoltaik und Windkraft hier zur Verfügung gestellt. Insofern würde ich sagen, sind wir schon eine Modellregion fürs ganze Land. In Deutschland sieht das natürlich noch ein Stück weit anders aus. Wir müssen auf jeden Fall stärker noch die erneuerbaren Energien vorantreiben. Und ganz klar ist ja auch für die CDU, 2045 Klimaneutralität, erstes klimaneutrales Industrieland zu werden. Aber da müssen wir eben auch gucken, wie das gemeinsam mit der Wirtschaft funktioniert. Weil ich möchte natürlich verhindern, dass die Industrie, weil sie überfordert wird in einem Hauruck-Verfahren oder in einer zu hohen Bepreisung, dass sie dann sich ins Ausland verlagert. Und wenn, sage ich mal, Stahl auf einmal nur noch irgendwann im Ausland, beziehungsweise zum Beispiel in Brasilien, ist ja die Stahlproduktion mit dem dreifachen CO2 Aufkommen belastet. Das möchte ich natürlich verhindern. Ich möchte nicht, dass da eine Abwanderung stattfindet. Also glaube ich, brauchen wir einen für alle Seiten verträglichen Weg, um das dann auch zu erreichen. Ja, danke, Frau Sommer. König. Frau König, Entschuldigung. Frau Sommer ist die stellvertretende Landrätin, ne? Die Buchholter hier unter sich. Alles gut, kein Problem. Ja, Frau König. Die jungen europäischen Föderalisten, die würden sich auch noch dafür interessieren, ob sie sich vorstellen können, dass die Bundesregierung dafür mit eintritt, in Europa Sozialstandards zu setzen. Jetzt nicht, dass die Rentenhöhe angeglichen wird, aber dass wir zumindest über ein Punktesystem oder Ähnlichen zumindest den Ansatz bekommen, die Europäische Union auch etwas sozialer machen. Das war ja ein Konstruktionsfehler. Wir sind eben als EGKS gegründet in der Europäischen Union und da ging es um Wirtschaft, um Kohle, um Stahl und nicht um Soziales. Und wir stellen immer wieder fest, dass es sehr, sehr große Unterschiede innerhalb Europas gibt, was auch dann dazu führt, dass eben der europäische Arbeitsmarkt durcheinander kommt. Es wäre also schön, meinen unsere jungen europäischen Föderalisten, wenn wir uns dafür einsetzen können, dass in allen europäischen Ländern Sozialstandards überhaupt mal in die Wege geleitet werden. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein ganz ehrbarer Wunsch. Ich sehe halt nur im Moment noch große Schwierigkeiten, weil ich doch an der einen oder anderen Stelle erlebe, die Osteuropäer in Sachen Flüchtlingspolitik, die Südeuropäer mit ihren Problemen im wirtschaftlichen Bereich. Wenn das Thema jetzt auch noch mit auf die Tagesordnung kommt, ist mit Sicherheit ambitioniert, da was zu verwirklichen. Da fehlen mir aber im Moment gerade noch die Vorstellungsmöglichkeiten, wie man das jetzt auch flächendeckend sofort angehen kann. Aber von der Grundidee her, denke ich, ist das toll, dass die jungen Menschen da auch drüber nachgedacht haben. Ja. Ja, dass Europa Union und EDIC sehr für europäische Fragen anstehen, ist klar. Im Jahr meiner Geburt wurde gleichzeitig die Montanunion gegründet und die vorherigen Nationalstaaten ergaben nach und nach Kompetenzen und Rechte an diese höhere Ebene ab. Das ging dann über EWG und seit 1992 über die EU ständig weiter, sodass wir heute über 80% der Rechtsregeln in den Nationalstaaten von der europäischen Ebene haben, was zum Konflikt führte, dass im Mai 2020 das Bundesverfassungsgericht in dem Ankaufprogramm der EZB sehr klar gesagt hat, so geht's nicht weiter. Ja, es geht nicht an, dass europäisches Recht vor nationalem Recht geht, denn wenn das der Fall wäre, wäre die Verfassungshoheit der einzelnen Länder gefährdet. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wir steuern auf einen Kipppunkt zu. Welche Möglichkeiten sehen Sie, sowohl europäische Entwicklung zu machen, denn die Kooperation der europäischen Staaten brauchen wir, aber gleichzeitig brauchen wir auch nationale Souveränität. Ja,
Okay, ich bin jetzt kein Profi in Sachen Fiskalpolitik, deshalb denke ich schon, dass es auch die Verfassungshoheit des jeweiligen Landes, dass es dabei bleiben soll und dass man hier vor Ort auch bestimmte Dinge einstehen kann. Mir geht es eigentlich vielmehr nur um die Kooperation der Länder in bestimmten Themenfeldern. Ich sag mal, der digitale Impfpass zum Beispiel, ne? Das sind ja tolle Produkte, und in solchen Dingen, da müssen wir auch Europa ein Stück weit meiner Meinung nach für die Bürgerinnen und Bürger noch wieder erlebbarer machen, um die Akzeptanz auch zu steigern. Genauso wie so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung bei so Bereichen wie Kindesmissbrauch. Das ist ja auch immer so die Frage, was darf man, in welche Kooperationen dürfen wir eintreten, von Informationen her, dürfen IP-Adressen gespeichert werden. Aber auch zum Beispiel das Thema, was ist eigentlich mit einer Gesundheitsunion? Warum bündeln wir hier nicht unser Wissen mit den europäischen Ländern in Sachen Krebs- und Alzheimer-Forschung? Solche Dinge finden sich auch im Wahlprogramm der CDU zurzeit. Also ich glaube, wir müssen viel mehr über diese Themen daran gehen, weil über rein über dieses Geldliche, dann steht ganz schnell mal wieder in der Zeitung, Deutschland gibt so und so viele Milliarden in die EU rein und wie viele bekommt es raus? Und dann hat es wieder so diesen negativen Touch. Also ich glaube, wir müssen einfach viel mehr daran arbeiten, was an Inhalten uns verbindet. Auch wenn das Europe Direct und Europa natürlich sehr stark für europapolitische Fragen stehen, sind alle herzlich eingeladen, Fragen zu jedem Themenfeld zu stellen, was Ihnen einfällt. Ich höre, ich habe denselben Jahrgang wie Sie, ich höre von Freunden, wenn wir über die CDU reden, häufig, ja, das ist eher die Partei für ältere Menschen. Wir haben jetzt außerdem vor wenigen Tagen ein Upload bei YouTube von Rezo mit seinem nächsten Video zur CDU, was jetzt mittlerweile über 6 Millionen Klicks hat. Wie würden Sie auf Rezo antworten, der ja sehr stark bei der Jugend Unterstützer hat, was er über die CDU sagt? Das ist tatsächlich die letzte Frage dann. Ja, also ich kann ja grundsätzlich nur sagen, dass ich ja eben nicht eine bin, die jetzt unbedingt für alter weißer Mann oder so steht. Jetzt mal, das würde ich jetzt mal sagen, ich bin ja die Erneuerung in der CDU, und die CDU hat lange Zeit gesagt, wir wollen jünger, weiblicher, digitaler werden, und es gibt ja jetzt auch eine Zunahme auch an Frauen, die als Direktkandidatin auch antreten, und ich hoffe jetzt einfach auch mal darauf, dass man dann auch die Chance hat, sich da durchzukämpfen, weil es ist, glaube ich, auch bekannt, dass Männer meistens noch souveräner und staatstragender auftreten, und was hat sie nicht heute an? Bei Frauen werden auch viel so diese Nebensächlichkeiten bedacht, und dass die Menschen aber Frauen wählen, da bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, aber ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, weil wir haben ein Drittel der Unions-Bundestagskandidatinnen und Kandidaten sind Neulinge, sage ich jetzt mal, und zwei Drittel sind Etablierte. Insofern würde ich sagen, da ist auf jeden Fall Schwung drin, und geben Sie den Neuen auch eine Chance.